Barbas ist auch wieder da. Das Pferd ist abgerieben und gestriegelt. Schon schön. Ja, Barbas ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ich habe kurz einen Drachen in der Luft gesehen. Ich hoffe, der kommt nicht hier runter. Wäre jetzt nicht so ideal. Und dann, ja, Barbas, bist du bereit? Bist du bereit für die dunkle Bruderschaft? Dann wollen wir schauen, ob unser Hellsichtzauber, ob der dann auch das Versteck findet. Hm? Wir bräuchten ein Passwort. Ich hab die Wache gesucht, zumindest. Tja, dann, ne? Schauen wir mal. Hoffentlich funktioniert er. Ja. Immerhin was. Manchmal funktioniert der Hellsichtzauber nicht so richtig, ne? Das Werwolf-Versteck wollte er uns nicht zeigen. Aber was? Kommst du? In der Nähe sein oder weiter weg? Hm. Halt. Halt. Ah, nein. Was ist das? Mach hier rein. Hier rein und hier runter. Hm. Oh ja. Siehst du das, Barbas? Hm. Da rüste ich doch mal was anderes aus. Dann versuche ich doch mal diesen Kettenblitz. Wir haben ihn noch nie angewandt. Hm? Schon gefährlich aus. Vielleicht können wir uns hier einigen mit diesen Burschen da drin. Hm. Was ist die Musik des Lebens? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht eine Art Chor mit Gesang? Still, mein Bruder! Willkommen zu Hause! Tja, Barbas traut sich hier nicht rein, ne? Ist ihm nicht zu verdenken. Irgendwie mein Bauch. Ein mulmiges Gefühl in meinem Bauch. Ich meine, Astrid ließ sich relativ einfach besiegen, aber das hier ist doch etwas anderes. Der Ort ist bestimmt voll mit diesen Mitgliedern. Wie werden sie mir gesonnen sein? Hm, wissen sie, dass ich es bin? Anführerin dahin geschlachtet hat. Puh. Puh. Aber die Elfenrüstung hält einiges aus. Das kann ich nicht anders sagen. Hm. Einer dieser Meuchelmörder.
Nehme ich mal mit. Nehme ich mal mit. Wenn ich es tragen kann. Ja, ich weiß nicht. Ja, schön, aber nein. Einen nehme ich mal mit. Nehme ich mal mit. So, dann das Geschäft des Plünderns. Was haben wir hier? Ja, nehme ich. Ach, Moment mal. Weil ich gerade Seelenstein sehe. Wie sieht es überhaupt mit meinem Schwert? Also ich habe gemerkt, das ist ja gar nicht mehr aufgeladen. Gut. Aber jetzt. So, was haben wir hier? So. Von mir aus? Salz? Ne, ja, nee. Doch, Salz. Ansonsten leider verdorbenes Zeug. Denn, ich wäre schön, wenn ich meine... Was ist das? Wenn ich meine Vorräte wieder auffüllen könnte. Oh. Oh. Hier könnte doch einiges Nützliches sein. Was haben Sie denn hier? Ah, das ist dieses Buch, ne? Oh, sieht aus wie ein steinerner Thron. Aha. Gold, nehme ich gern eine etwas grobere Karte mit Punkten darauf. Was mögen diese Punkte markieren? Angriffsziele? Punkte, wo sie irgendwelche Menschen meucheln? Anzunehmen, oder? So, was haben wir? Ja. Alles verfault hier. Was habe ich denn aufgenommen? Ich habe irgendwas aufgenommen, was ich nicht aufnehmen wollte. Aber was? Robe? Nein. Was habe ich denn aufgenommen? Die Kapuze hier. Die ist noch nicht mal so schlecht. Die ist nicht übel. Was habe ich? Ich habe die hier, ne? Dann, ja, lasse ich mal die hier. Aha. Nehme ich mal mit. Oh, aber kann ich leider nicht mehr tragen. Schade. Schade. So, was habe ich jetzt noch genommen? Wo? Hier. Jo, ist ja Wahnsinn. Die kann ich nie anziehen. Wenn ich die verkaufe, die kauft mir niemand ab. Oder näher? Man weiß nie. Man weiß nie. Und außerdem kann ich mir ja was extrahieren bei meinem Verzauberer. So, was haben wir noch? Das. Nichts Wichtiges. Was ist das? Aedra? Von Aedras würde ich auch gerne mal was lesen. Nehme ich mit. Aedras und Daedras, ne? Ich weiß noch nicht so richtig, wer schlimmer ist. Moment. Habe ich kaum gesehen. So, jetzt könnte ich hier runter. Oder hier rein.
Der hat aber nicht die Welt dabei. Talos Fehler kenne ich. Der hatte hier... Oh, mein armer Bruder. Na gut. Na gut, weiter. So, jetzt aufpassen. Hier können noch mehrere sein. Weiter hinunter. In die Abgründe. Von Arkay. Was ist das dort hinten? Moment mal. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Ist da jemand? Nein. Vergebt euch. Gleich. Schnell! Verdammt! Meine Magie aufgebraucht! Ein Magietrank hier muss her! Geht zu sterben! Wo ist der? Verdammt! Au, nein! Sie werden stärker, je weiter ich vordringe. Ob ich es mit ihnen aufnehmen kann? Ah, verdammt. Verdammt, sie werden stärker. Der Kettenblitz, er hilft eher bei mehreren Gegnern. Bei einem ist er wahrscheinlich verschwendet. Was war das? Ein Argonier? Joni. Aha. Ja, ich weiß nicht, ob ich das alles entzaubern kann. Kann ich das noch mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ja, dann... Wo? Hier noch. Dann nicht. Dann eben nicht. Ja, dann lasse ich es mal da. Huch. Beinahe rangetatzt an die Wand. Drüber gestolpert über den Argonier. Sind noch mehr da? Scheint nur eine gewesen zu sein, aber kräftig war er. Vor allen Dingen, er konnte sich im Schatten bewegen, ohne dass ich ihn gesehen habe. Ja, ich habe erst gedacht, hier, das sind Feinde. Eine Schmiede. Waffen. Halt! Hör doch was. Kommt jemand? Nein. Nein. Hab ich mich getäuscht. Hab ich mich doch getäuscht. Ich hätte gedacht, ich habe irgendjemanden gehört. So, sammle ich mal ein bisschen Pilze. Pfahlwurzel wäre nicht schlecht. Ne?
Ah, Tollkirschen. Tollkirschen nehme ich sehr gerne. Ich nehme noch zu wenig. Mhm. Ist ja ein Paradies. Ein Paradies für Pilze. Ja, ich müsste langsam wirklich mal ein bisschen... Verdammt. Au! Tja, als Magier muss ich doch immer ab und an mal ausreißen. Die Wunden sind dann doch zu schlimm. Ist der mir hinterhergekommen? Es war eine Spinne. Oder so ähnlich hat es ausgesehen. War das eine Spinne, die mich verfolgt hat? Irgend sowas. Da ist er. Ein Bogenschütze. Wie es ausschaut. Oh. Verfehlt. Wieder verfehlt. Wieder verfehlt. Ich brauche nur meine Magie. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. So, jetzt. Näher ran. Komm her, mein Freund. Ich werde euch brennen sehen. Verdammt, ein Drachenschrein. Ein Drachenschrei. Ein Drachenschrein. Wo habe ich ihn gesehen? Hier unten? Oder hier oben? Hier. Er zieht mich dann doch magisch an. Mag er mir bringen. Die Graubärte werden es mir sagen. Puh. Tja, dann ist die Spinne wahrscheinlich tot, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja, warum ist denn eigentlich Barbas nicht mit rein? Wäre um einiges einfacher gewesen. Hoho. Nehm ich. Tja, das scheinen wir schon gelesen zu haben, ne? Oh, starke Heilung. Nehm ich noch lieber. So, was hast du denn dabei? Eine Frau. Nee, ich hab noch genug. Was ist denn das? Na gut, dass er das nicht auf mich geworfen hat. Nee, der ist nichts. Ja, nee, dann lasse ich hier, ne? Oder? Na, ich nehme es mit. So, was haben wir noch? Einige Ingredienzien. Seelensteine, okay. In den Säcken ein bisschen Vorräte, aber nein, alles verfault. Oder alt. Ah, jetzt habe ich auch noch. Nee, das Buch möchte ich eigentlich eher nicht. Kann ich hier lassen. So, wieder runter. Aber hier liegt noch einiges.
nehme ich. Ja, die habe ich genug, die Glockenblumen. Die habe ich weiß Gott genug. Was ist denn das? Grenzenloser Reichtum, den Gegner kennen, heißt seine Schwächen kennen. Ein guter Magier? Warum nicht? Wie wird man ein guter Magier? Himmelsrand für Entdecker. Ich glaube, ich entwickle mich langsam zu einem. Zu einem Entdecker. Ja, ein Entzauberer. Ist natürlich jetzt die Frage, ne? Was ist denn das hier? Ach so, nee. Geht's anscheinend nicht weiter. Oder wie komme ich hier? Naja. Hat's jetzt nicht gebracht. Was haben wir denn hier? Eine Notiz. Die schaue ich mir dann doch mal an. So, was steht denn hier drauf? Meine Schreibutensilien habe ich verloren und ohnehin fehlt mir die Zeit für einen ausführlichen Bericht. Wochenlang habe ich gesucht, aber endlich habe ich sie gefunden. Die Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Eine zumindest, im Himmelsrand, unter einer Waldstraße. Ich habe sie beobachtet, die Mörder. Ihr Kommen und Gehen. Die Narren haben keine Ahnung, dass sie beobachtet werden. Mein nächstes Ziel ist es, irgendwie durch die düstere schwarze Tür zu gelangen, in die Zuflucht hinein. Ich habe keine Zeit, mir über die Gefahren Gedanken zu machen. Die Wahrheit, sie muss ans Licht kommen. Ja, mein Freund. Mein Freund, deine Idee in allen Ehren. Dein Mut in allen Ehren. Aber anscheinend bist du gescheitert. Schade. Einen Weggefährten hier wäre nicht das Schlechteste. So, ich entzaubere vielleicht mal was. Wenn ich was hätte. Aber hier, der Verzauberer ist nicht aktiv. Nun gut. Dann denke ich mal hier weiter, ne? Oh, was habe ich denn zu essen? Ich habe nichts. Na doch, ich habe noch ein bisschen Brot. Ja. So, ein bisschen Quellwasser. Denn mein Hals wird langsam trocken. Ah ne, Moment. Da rücke ich mit Zaubern vor. Das Schwert erst ausbacken, nachdem meine Zauber verbraucht sind. Tja, hier ist noch lange kein Ende. Noch lange kein Ende. Kann ich mir eigentlich hier was kochen? Mitten in der dunklen Bruderschaft? Oh ja. Na dann. Wir haben nämlich nicht mehr so viel. Hier. Ziegenbein. Ja. Oh. Oh, hier ist ja alles. Sag mal, esst ihr hier. Sag mal, essen die roh? Die essen rohes Fleisch? Eieiei. Was für eine kranke Brut. Das würde ich nur essen, rohes Fleisch, wenn ich wirklich, also da müsste ich schon fast am Verhungern sein. So, Käse, gerne, und Brot, super. Na, jetzt bin ich ja wieder ausgerüstet. Das war schon mal gut. Hier haben wir noch mehr. Brot ohne Ende, sehr schön. Sehr, sehr schön. Kartoffeln. Kann ich mir Bratkartoffeln machen? Das ist
Wenn hier noch ein bisschen Salz dran ist, wäre auch nicht das Schlechteste. Nein, verfault. Halt, 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 da waren Kartoffeln. Nimm ich. Ich habe schon gedacht, verfault oder alt. Aber nein. Ja, Holzkohle, ich weiß nicht, hatte ich auch für irgendwas gebraucht. Für was auch immer. Keine Ahnung. Oh, hier gibt es ja Kartoffeln echt ohne Ende.